war sehr, sehr überrascht, als ich diesen Anruf bekam, dass ich ausgewählt würde. Und ich weiß gar nicht warum, ich muss es ehrlich sagen. Ich mache diesen Sport ja schon seit vielen Jahren und ich werde das auch dem Verein wieder zurückbringen, was Sie oder ihr mir heute antut. Der Verein nannte sich früher Versehrtensportverein. Wir haben das in den 80er Jahren, wie viele andere auch, geändert. Der heißt also jetzt Behindertensport Hameln e.V. natürlich. Bei uns geht nicht einer aus der Sporthalle, der nicht mindestens fünfmal gelacht hat. Das kann sogar über sich selber sein. Man darf auch diesen und unseren Sport nicht zu verbissen sehen, weil bei uns auch der soziale Aspekt zum Tragen kommen soll und auch kommt. Ich weiß nicht, was mich auszeichnet, aber eins kann ich ganz ehrlich sagen. Ich bin zuverlässig, habe immer den Schlüssel in der Hand und helfe jedem. Das ist ganz einfach so, dass er das Gesicht des Vereins ist. Ohne ihn würde dieser Verein wahrscheinlich formell jedenfalls gar nicht mehr existieren. Horst ist einer von den ganz feinen Kerlen, aber auch ein scharfer Trainer. Ja, ich muss sagen, Horst ist ein sehr umgänglicher Mensch. Er geht auf uns ein. Horst ist einer von den Besten, kann man sagen. Er ist wirklich einer von unseren Besten. Ja, ist ein super Spieler. Nach mir der Zweitbeste im Verein. Wir werden eingeladen zu speziellen Vier-Länder-Turnier, Niedersachsen-Cup. Wir haben also den Deutschland-Cup schon fünfmal gewonnen. Wir waren schon 20 Mal Niedersachsen-Meister. Aber wir gehen auch zu anderen kleineren Vereinen, alleine auch, um uns zu zeigen und auch mit unserem Sport Freude zu bereiten. Das Schöne für diesen Sport, für mich persönlich, ist ganz ernsthaft, dass mich jeden Montag der eine oder andere sogar in den Arm nimmt und sagt, das hat mir heute wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich möchte nicht, dass wir so lange Ferien haben. Sommerferien werden von meinem Verein gehasst, weil wir Sport machen wollen und uns freuen wollen. Wir wollen raus und runter vom Sofa. Also das Interview ist jetzt zu Ende. Ich habe alles über mich gesagt. Ich denke, die Party kann jetzt beginnen.